Willkommen zurück zum MeinTV-Dämmershoppen mit dem Chor Mainstream Magic aus Erlenbach. Und wir gehen jetzt nach Afrika. Wir hören den Millionenerfolg über Jahrzehnte hinweg, The Lion Sleeps Tonight. König ist Vorstandsmitglied bei Mainstream Magic in Erlenbach. Es liegen 35 Jahre zwischen der jüngsten Sängerin und der ältesten. Wie klappt das denn mit den unterschiedlichen Generationen? Ja, das stimmt. Also zwischen Mitte 20 und Anfang 60 Jahre sind unsere Sängerinnen alt und eigentlich ist das überhaupt kein Problem. Uns verbindet die Liebe zu der Musik und ich meine auch, dass ich sagen kann, dass wir auch irgendwie alle freundschaftlich untereinander verbunden sind und da spielt das Alter überhaupt gar keine Rolle. Und Sie beschreiben sich auf Ihrer Internetseite als verrückten Hühnerhaufen. Ja, dann erzählen Sie mir doch mal aus dem Hühnerstall, wie es da so abläuft. Das hängt schon damit zusammen, dass wir eine verrückte, in Anführungsstriche, Chorleiterin haben, also unseren Hahn oder Oberhenne. Das ist, Lynn ist eine Amerikanerin und temperamentvoll und reißt uns immer mit. Und bei unseren Proben fangen wir mit körperlichen Lockerungsübungen an, machen teilweise Kinderspiele und andere Sachen, gehen also da schon völlig aus uns raus, eine halbe Stunde lang ungefähr. Und es passieren da die komischsten Sachen und wir haben einfach eine Menge Spaß. Ein Beispiel, wie wärmen Sie sich auf? Wir spielen die Reise nach Jerusalem, wir machen Obstsalatspiele, alle möglichen Sachen. Also wichtig ist auch, dass wir uns körperlich aufwärmen. Zu Ihren Stücken gehört ja auch Choreografie. Wie stelle ich mir das denn vor, von der Idee bis zur Choreografie auf der Bühne? Wir haben ein Choreografie-Team. Die überlegen sich zu den verschiedenen Liedern schon mal so einen Grundgedanken. Aber so richtig erarbeitet wird es dann meist mit dem ganzen Chor.
Also da kann jeder dann Ideen einbringen oder Änderungsvorschläge machen. Und manches ergibt sich auch erst, wenn man es ausprobiert, ne? Also direkt am Lied. Wir haben dann Hintergrundmusik und haben, meist ist es die Danielle, die uns das vormacht. Und wir versuchen es so gut wie möglich nachzumachen. Denn wir können nicht gleichzeitig erstmal singen und Choreografie machen. Also wir üben die Choreografie einzeln und dann kommt der Gesang dazu. Und meist ist das ein Gesamtprojekt, möchte ich sagen, ne? Ja. Okay. Bis es dann so steht. Danke Ihnen für das Gespräch. Bitte? Ja, that's what friends are for. Dafür sind Freunde da. So heißt das nächste Stück im Original von Dionne Warwick. Viel Spaß. Geht es noch einmal in eine kurze Pause und danach verabschiedet sich der Barbershop-Chor Mainstream Magic aus Erlenbach mit dem letzten Stück aus ihrem Jubiläumskonzert von 2012. Bleiben Sie dran!